Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natürlich Ehrlich, dem Podcast für mehr Klarheit, Kraft und Selbstliebe. Natürlich Ehrlich, mit Herz und Sonne von Petra und Mo für euch alle da draußen. Wir wünschen euch viel Freude beim Anhören. Ja, herzlich willkommen zum Waldbaden heute. Unser neues Thema. Letztes Mal ging es um Herzensstimme, diesmal um Waldbaden. Ich begrüße erstmal ganz herzlich alle, die zuhören und bedanke mich schon mal bei denjenigen, die zuhören. Mein Name ist Petra und dein Name ist? Ich bin der Mo. Hi, grüße euch. Ja, schön. Wir haben das Thema Waldbaden. Das ist so quasi dein Thema. Richtig, ja. Weil du bist Waldbademeister. Genau. Sogar ein tolles Wort, finde ich. Zertifizierter Waldbademeister. Wahnsinn. Genau. IHK-zertifiziert. Boah, Wahnsinn, so. Echt. Da kommt eine Freundin, die lacht sich dann immer schlapp und dann sagt sie, wieso lachst du? Und dann sagt sie, ich stell mir das mal vor, wie du so mit Badekapp und Badehose durch den Wald gehst. Genau. Und ich sage, ja, genau so sieht das dann auch aus. Das allein wäre ja jetzt schon mal, sage ich mal, ja, dass ich mit dir irgendwie durch den Wald gehen würde gerne, ja. Um dich mal in der Badehose und mit einer Badekappe zu sehen. Können wir arrangieren. Aber wir sind ja schon mal zu zweit im Wald gewesen und ja, genau. Das fand ich total spannend. Mhm. Ja, du bist da Profi drin und deshalb frage ich dich jetzt einfach mal, Waldbademeister, also wieso heißt das so? Ja, genau. Das Wort Waldbademeister, oder gehen wir mal ein bisschen zu den Ursprüngen, heißt Shirin-Yoku. Das kommt aus Japan und da wird das schon seit über 30 Jahren gemacht und man taucht quasi in den Wald ein. Darum geht das, dass man einfach sagt, der Wald, jeder kennt Wald, gehe ich mal davon aus, und der Wald, die Bäume, die kommunizieren miteinander. Die kommunizieren nicht so wie wir miteinander, dass wir miteinander reden, sondern die kommunizieren über Duftstoffe miteinander. Ja, das sind die sogenannten Terpene. Und es gibt inzwischen, haben sie es als wissenschaftlich genau untersucht und haben jetzt über 10.000 verschiedene Terpene schon gefunden. Und diese Terpene, die haben ganz tolle Wirkungen auf uns, auf den Menschen, auf unseren Organismus. Mhm. Okay. Und das ist so dann so dieses Sinnhafte da drin, dass man einfach sagt, man taucht so ein in diese Waldwelt. Das ist ja auf der einen Seite mal, da werden ja ganz viele Sinne angesprochen. Mhm. Das ist das so erstmal unser Hauptsinn, die Augen, das Grün. Grün ist Farbe des Lebens, ist eine ganz tolle Farbe und der Wald. Normalerweise ist der Wald grün. Sollte so sein. Also ja. Genau, besonders im Sommer. Ne? Man sieht jetzt natürlich auch leider die ein oder anderen Fichten oder sowas, die jetzt nicht mehr grün, die jetzt tot und abgestorben sind, wo ich mal sage, die gehören ja eigentlich auch gar nicht her. Die kommen nämlich eigentlich aus dem skandinavischen Raum. Das ist eigentlich der völlig falsche Boden hier und die können das auch nicht so gut ab mit der Trockenheit. Aber wenn man sich die heimischen Bäume anguckt, Eiche, Buche, die stehen jetzt in Saft und Kraft. Also gerade jetzt noch so am Beginn des Sommers ist einfach so Farbe grün. Okay. Um uns herum ist das so, wow, ich komme erstmal in dieses Grün rein. Dann olfaktorisch, das, was du bewusst riechen kannst. Also jede Jahreszeit riecht der Wald irgendwie anders. Also das hat schon mal Wirkung. Und diese Terpene, die können wir nicht riechen. Aber unser Körper nimmt die auf und macht ganz, ganz viele tolle Sachen mit uns. Also wir tauchen in den Wald rein, also deshalb wahrscheinlich Bademeister, weil ich kenne es jetzt nur vom Schwimmen, ja, dass ich irgendwo eintauche. Das mache ich total gerne. Also wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, ne, ich tauche in den Wald ein und tatsächlich so, wie ich das auch beim Schwimmen mache. Ne? Also wenn ich unter Wasser tauche, dann ist alles, da atme ich auf, sage ich jetzt mal, ja? Also da atme ich auf. Besser nicht, und dann machst du. Okay. Ja, aber so. Innerlich, ja. Innerlich atme ich auf und dann ist irgendwie alles vergessen. Ne? Ja, und wenn ich mir das jetzt mal so bildlich vorstelle, ich tauche in den Wald ein, ne?
Ich war tatsächlich mal bei so einem Sinneswandeln dabei und hieß es auch, wenn ihr in den Wald reingeht, ja, dann geht bitte ja so innerlich, stellt euch ja drauf ein und vielleicht noch eine kleine Meditation am Anfang. Also es ist eine andere Welt, ihr taucht in eine andere Welt ein, ja, und das auch ganz bewusst zu machen. Ganz genau. Das ist also auch so, wenn ich jetzt mit Gruppen in den Wald gehe, man trifft sich immer am Rande des Waldes, außerhalb, dann gibt es einfach auch noch so ein paar Belehrungen, hört sich jetzt fies an, aber so ein paar Anregungen, dass man halt so Verhaltensweisen, ja, so macht die Handys aus, lasst einfach die digitale Welt draußen. Mhm. Seid, wir sind Gäste im Wald. Und dementsprechend, wenn man irgendwo hingeht als Gast, benimmt man sich ja auch. Das heißt, es wird nicht rumkrakeelt oder irgendwas abgebrochen, irgendwelche Äste rausgerupft, irgendwelche Blümchen. Auch die sind ja schön, dann reiße ich die mal raus. Ja. Ne, also auch so dieses Empfinden zu sagen, ich bin jetzt hier zu Gast und ich möchte natürlich ein guter Gast sein. Mhm. Der Wald ist mein Gastgeber und gehe dann da rein. Dann kommen noch so ein paar andere Verhaltensregeln dazu. Ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Akronym ist, aber das heißt Wetze. Ja, aha, also. Wetze, okay. Genau. Was ist Wetze? Wie wird das geschrieben? W-E-Z-E. Ach, Wetze. 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 Okay. Wetze. Wetze. Genau, mhm. Wetze. Und die einzelnen Buchstaben stehen halt, das E steht für Essen. Das heißt auch Wälze. Genau, ich drehe das um, ich fange von hinten nach vorne an. Okay, das musst du natürlich sagen. Also genau, das habe ich jetzt, genau. Ich habe jetzt so... Ja, das war der Test, ob du aufpasst. Ah, alles klar. Und ihr da draußen, vielleicht hat der eine oder andere das auch gemerkt. Also, Wälze. Also, es fängt hinten an, Achtung, Wälze ist das Wort. Dreh es aber um. Ich sage auch gleich noch, warum ich das umdrehe. Das E steht für Essen. Das heißt, natürlich, wenn ich in den Wald gehe, kann ich was essen, was ich finde. Dabei sage ich immer, bitte esst nur das, was ihr kennt. Man weiß, man kann jeden Pilz essen, manche nur einmal. Na, also möglichst, es geht hier mehr darum auch, was ich mitbringe. Na, da ist dann der Snickers-Riegel, keine Ahnung was, was man sagt. Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen. Genau, ne? Wollen wir nicht. Es gibt auch noch Mars es, und alles ist alles der gleiche Hersteller. Ach so, Mist. Das ist alles. Okay. Genau. Nein, also es geht einfach darum, dass ich sage, selbst ein Apfel oder sowas, ich habe dann auch Leute schon gehabt, die haben gesagt, die haben einen Apfel gegessen, haben den weggeschmissen oder eine Bananenschale. Ja, das ist doch natürlich, das verrottet. Wo ich sage, ja, natürlich, aber trotzdem, das dauert. Und deswegen immer so diese Sache, wenn wir in den Wald gehen und Essen mitnehmen, da haben wir auch einen Beutel dabei, wo wir die Reste, die wir nicht mehr essen wollen oder Papier oder sowas, einfach wieder mit rausnehmen. Mhm. Ja, das hat nichts im Wald zu suchen. Das Z steht für Zecken. Das ist gerade jetzt ein Thema, wenn man durch den Wald geht. Einfach, wenn man zu Hause ist, wieder durchsuchen. Man kann prophylaktisch das machen. Ich selbst benutze chemische Keulen. Das ist nicht jedermanns Sache. Also es gibt auch sicherlich Alternativmittel. Aber es sind so Sprays, die man sich dann einfach so an die Füße dran macht. Das ist der häufigste Kontaktbereich. Normalerweise hängen die Zecken in so 20 bis 30 cm Höhe, weil die lauern darauf, die warten darauf, dass Wild da dran vorbeiläuft und über Geruchssensoren, ich glaube auf Buttersäure reagieren die. Mhm. Und das ist auch menschlicher Schweiß. Ja, und dass sie sagen, oh, da kommt was, dann lasse ich mich noch mal fallen. Und dann klettern die halt da unten rein und suchen sich dann eine möglichst warme, feuchte Stelle. Ja, okay, also es gibt Mittel. Von der Warte aus gibt es einfach Mittel, wo man sagt, schützt euch da. Und wenn man zu Hause ist, einfach mal gucken, selber gucken, jemand anders gucken lassen. Und dann gibt es dann auch entsprechend Zeckenkämme oder Zeckenzangen. Also nicht einfach so mit der Hand rausreißen. Ja. Also Thema Zecken, das Z. Das Ä steht für Äste. Und das heißt einfach, wir haben es ja mitgekriegt, immer wieder mal Winde, wir hatten mehrere Stürme. Das heißt, der ein oder andere Ast ist vielleicht angeknackst, angebrochen, baumelt da irgendwo über uns. Und wenn wir jetzt durch den Wald gehen, und zum Waldbaden gehört das auch, dass man halt irgendwann mal weggeht von den normalen Wegen, sondern wirklich so ein bisschen reingeht, tatsächlich in den tieferen Wald rein. Wenn man dann halt auf dem Weg geht, spätestens auch, wenn man sich irgendwo hinsetzt, dass man vorher mal nach oben guckt und sagt, was baumelt denn da vielleicht über mir? Ne, also das ist ganz, ganz wichtig, da einfach drauf zu achten. Und das W,
Und deswegen steht es auch hinten, das W steht für Wildschweine. Oh, Wildschweine, ja, da habe ich echt, also da muss ich sagen, ich gehe ungern alleine in den Wald. Tatsächlich kommen wir gleich noch drauf, weil ich möchte gern von dir mal einen Tipp, wie ich mich trauen kann, alleine auch in den Wald zu gehen. Weil da echt so, ja, wild ist und einem ja auch begegnen kann. Und was kann man da machen? Wenn ich jetzt in den Wald gehe und plötzlich steht da so ein Wildschwein vor mir, was mache ich? Dann bleibst du einfach stehen. Weil die Wildschweine, lustigerweise, auf der einen Seite riechen die auch ganz gut, aber die reagieren viel mehr auf Optik in dem Moment. Das heißt, wenn du jetzt das Wildschwein siehst und wegläufst, dann wirst du für das Wildschwein interessant. Wenn du einfach nur stehen bleibst, dann schnuffelt das so darum und haut auch wieder ab. Es gibt einen großen Punkt, der ist ganz wichtig. Wir haben jetzt, ich weiß es gar nicht von der Zeit her, jetzt muss ich meinen Jäger nochmal fragen, aber wenn die Bachen mit ihren Frischlingen dann durch die Gegend ziehen, also wenn du zwischen Bache und Frischlinge kommst, dann zieh dich ganz langsam zurück. Also nicht schnell, sondern wirklich ganz langsam, also schon bewegen. Genau, dann kann man sich bewegen, dann kann man zurückgehen und unterdrücke den Impuls, einen Frischling aufzunehmen und zu sagen, oh, guck mal, ist ja süß. Oh, ne? Das ist knuddelig. Genau, ne? Ja. Sondern einfach zu sagen, ja, lass das bitte da, weil das findet die Mami überhaupt nicht toll. Und dann werden die auch wirklich aggressiv, dann gehen die auf dich drauf. Ja, also das ist so in der Wurmfzeit, so ein Eber oder sowas, der möchte dann auch schon mal ganz gern zeigen, dass er hier der Hirsch am Platz ist, würde ich sagen, der Eber der am Platz nicht, also da verwechselt ist, ne? Er ja was, ne? Genau. Also Hirschen. Aber von der Warte aus, wenn du einfach nur stehen bleibst, dann bist du total uninteressant für die. Das ist auch nochmal was anderes, wenn man jetzt in Kanada ist, da gibt es ja viel mehr Bären. Hier haben wir eher in Osteuropa noch Bären, in Deutschland relativ wenig frei lebende Bären. Ab und zu gibt es mal in Bayern oder sowas, wo weiß, da ist einer. Bären, die, wenn die jetzt total Hunger haben und die riechen dann jetzt, ich sag den Namen des Riegels nicht mehr, ne? Also wenn du irgendwelche Nahrung in deinem Rucksack drin hast, das können die über Kilometer riechen. Ah, okay. Und dann finden die es auch total interessant, da mal dir den Rucksack zu holen. Also was kann man denn mitnehmen, damit die nicht dann so ins Schnuppern kommen? Also, ja, was rätst du mitzunehmen? Tupperdosen, oder, also ohne jetzt wieder Werbung zu machen, also Tupper-ähnliche Sachen. Ständig, wir können eigentlich Geld dafür nehmen. Ja, genau, so also ein bisschen Product Placement. Nein, also luftig verschließbare Dosen. Ja, sehr gut. Dass man einfach sagt, da, wenn man Essen mitnimmt, so mache ich das auch, das kann ich da reinpacken. Ich kann dann auch Reste gleich wieder damit drin machen, brauche ich nicht nochmal einen extra Beutel. Und das ist so, wenn ich es essen möchte, mache ich es auf, dann esse ich das. Und wir hatten neulich zum Beispiel dann kleine Salamis auch gehabt. Und dann kam ein freilaufender junger Hund, ein sehr junger Hund. Und der, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie der zu unserer Salami geschossen ist. Okay. Und er war noch so jung, der hörte so überhaupt nicht auf sein Härchen. Aber das sind natürlich Ausnahmen, ne? Also von der Warte aus, wenn Essen mitnehmen, am besten verpackt und am besten luftig verpackt und dass man es dann auch wieder mitnimmt. Aber wie gesagt, Bären sind hier in der Regel kein Thema. Deswegen sage ich auch mal Wildschweine am Ende, weil wenn ich von Wetze her, wäre es ja eigentlich am Anfang und dann denken die Leute, oh mein Gott, der Wald ist gefährlich. Genau. Ne? Und deswegen war es am Ende, weil man einfach sagt, für den unwahrscheinlichen Fall, und das muss man wirklich so sagen, dass man auf ein Wildtier trifft. Okay, wie unwahrscheinlich ist es? Ich bin ja Risikomanagerin. Du bist Risikomanagerin. Ich denke mal, zu 98% wirst du nicht auf Tiere treffen. Kannst du das mal anders sagen? 98% hört sich so... Also wir sagen das jetzt mal positiv, genau. Nicht. Ohne das nicht zu sagen, sind das 2%, ist aber auch noch viel, oder nicht? Ja, finde ich eigentlich nicht, 2%. Ich finde das viel. Echt? Wir müssten uns mal auf die Herzensstimme stellen, ob das tatsächlich 2% sind. okay, 2%. Nein, es liegt einfach daran, dass man, viele sagen ja so, boah, wenn ich mir den Wald so angucke, hier lebt doch gar nichts. Ich sage natürlich, hier lebt ganz viel, aber wir sind super laut. Also die möchten ja gar nicht mit uns in den Kontakt kommen. Mhm. Und deswegen, wenn wir durch den Wald gehen, dann knackt das hier, dann knackt das da, man kriegt das auch mit. Dass man, wenn ich jetzt mit einer Gruppe in den Wald gehe, dann schlagen wir irgendwo ein Basislager auf, das heißt, da stellen wir unsere Rucksäcke ab. Dann ist auch ziemlich viel Spektakel so von den Vögeln, weil die warnen alle. Irgendwann sagen hier Eindringlinge, Achtung, Achtung, da kommt wer.
Wenn man sich dann mal so 20 Minuten meistens dauert, dass man ein bisschen ruhig geblieben ist, dann merkt man auch, der Wald wird ruhiger, dann kommen wieder so normale Sachen. Mhm. Da ist aber nicht mehr dieses Alarmding da. Was heißt normal? Ja, was heißt normal? Das ist ja auch uhrzeitabhängig. Wenn du morgens um 5 hingehst und die Vögel so ab 4.30 Uhr oder sowas anfangen zu trällern und ihr Konzert zu machen, dann schwillt das manchmal dann an, dann hört man wirklich sehr viel. Und tagsüber ist es ja so, dass man hört schon Tiere im Wald, Vögel, aber es ist nicht so eine Permanentbeschallung. Mhm. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend, wenn man sich so Waldgeräusche, gibt es auf YouTube oder, jetzt sage ich schon wieder irgendwelche Sachen, also auf irgendwelchen Plattformen. Das sind wir ja auch zu finden. Genau, also ich meine, das ist jetzt nicht mal legitim, dafür Werbung zu machen. Genau, aber es gibt andere Streaming-Dienste auch noch, da kann man sich sowas runterladen. Ich habe mir das auch mal angehört. So im ersten Moment ist das ganz schön, dass man sagt so, wow, ne, das, weil da werden Anker angesprochen. Ja, also ne, im Körper, ne, werden Sachen angesprungen. Das findet man auch schön, aber ich finde es nach einer Zeit einfach penetrant, weil es ist nicht natürlich, weil das ist einfach so, da sind ja keine Leerpausen drin. Das heißt, die sind digital zusammengestellt und wenn du jetzt mal in den Wald gehst, dann kann es sein, dass mal ein Specht 5 Minuten lang irgendwie was macht und dann ist mal irgendwo eine Amsel, die mal ein bisschen zwitschert, aber nicht Specht, Amsel, Specht, Amsel, Specht, Amsel. Okay. Und wenn man sich die anderen Sachen, wenn man sich diese künstlichen Sachen anhört, dann merkst du schon, dass da fehlen einfach die Pausen dazwischen. Da fehlt aber auch sonst was. Ne? Also es ist ja quasi eine Kombination. Ne? Es reicht ja nicht, wenn man, sage ich mal, auf irgendeinem Kanal dann sich Vogelgezwitscher anhört und man, das ist ja nicht das gleiche wie Waldbaden. Ja, ne? Genau. Waldbaden ist ja quasi mit allen Sinnen das Erleben. Genau. Ne? Ja. Das fühlt man ja auch, wenn man da reinkommt. Mhm. Ne? Also wenn man da sehr empfänglich für ist, fühlt man, man hört, man riecht. Genau. Ja? Also das ist ganz erstaunlich, wie unterschiedlich Bäume riechen oder wenn du viel Gras hast, riecht es dann oder ne? Also je nach Jahreszeit riecht es unterschiedlich. Richtig, ja. Und man kann es auch mit den Händen fühlen. Ne? Das kann man ja alles nicht, wenn man so einen Podcast hört. Ja? Genau, richtig. Also uns also, hört man ja auch nur. Und man fühlt zum Beispiel nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen. Ja, und mit dem Herzen natürlich. Mit dem Herzen natürlich. Hallo, auch. Natürlich mit der Herzensstimme. Geht mal mit der Herzensstimme in den Wald und dann ist es komplett anders, als wenn ihr mit dem Kopf in den Wald geht. Genau, und das ist ja auch einer der Punkte. So. Das hat so ja, war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt, dieses Eintauchen. Ne? Dieses Eintauchen, darum geht es eigentlich beim Waldbaden. So nach dem Motto, lass den Kopf draußen. Mhm. Das können wir, das haben wir nicht. Also wir können den Kopf draußen lassen, aber wir haben es ein bisschen verlernt. In unserer heutigen modernen Zeit ist es ja immer nur schnell, schnell, schnell und ich muss reingehen und rational an Sachen rangehen und Taktung, Taktung, Taktung. Also ich muss jetzt trotzdem mal ganz kurz einhaken, weil wenn jetzt irgendein Kind zuhört, heißt das nicht, dass er den Kopf draußen lässt. Das ist mir gerade so eingefallen. Das heißt oft, bitte nicht nachmachen, bitte den Kopf mitnehmen. Aber ja, finde ich schön, dass dir solche Gedanken kommen. Bei der Herzenstelle habe ich dann gesagt, so bleibt das Herz jetzt stehen. Jetzt sage ich, lass den Kopf draußen, sagst du, liebe Kinder, bitte nehmt den Kopf auch mit. Ja, klar. Natürlich, ne, im übertragenen Sinne. Das wäre, und das ist dann so, nachdem ich die Leute abhole und denen ein bisschen was dazu erzähle, kommt auch immer erstmal so eine Übung.